Und dann wieder so, ja, wäre schon schön, aber muss nicht sein. Das ist ja dann schon doch ein Unterschied, ne? So, der letzte Stamm. Oh, da ist noch ein Pilz. ich habe ihn doch gerade noch gesehen. Da, wollte gerade sagen. Aber die Pilze, muss ich ganz ehrlich sagen, interessieren mich gerade so ein bisschen weniger, weil die findet man tatsächlich alle naselang. Das weiß ich. Was mich so ein bisschen... sind die Kräuter, die mich so ein bisschen... meine Aufmerksamkeit... berauben. So... dann werden wir mal unseren Tuk-Tuk holen. Dein Ernst? Oh, habt ihr das gesehen? Was ist das denn für eine Physik? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade für eine Physik, bitte? Ne, ich glaube auch, das Spiel hat keine. Super Andrina, genau. So, dann wollen wir mal. Oh, hoffentlich geht das gut. Ich stehe, glaube ich, viel zu weit weg, ne? Ah, ah. Also irgendwie ist die... das alles total verschoben, diese... wie heißt das denn? Hilf mir noch mal eine. Das ist alles verschoben. Die ganze... ich komme nicht auf das Wort, ne? War klar, dass ich da nicht lang komme. Hitbox, ja genau, die Hitbox, genau, Lavisina. Die ganzen Hitboxen sind irgendwie voll verschoben. Genau, Lavisina, das meinte ich, das war das Wort, was ich gesucht habe. Merkwürdig. Äußerst ominösus. So, den Rest hole ich mit der nächsten Fuhre. Muss man ja hier genau hingucken, wo man hinfährt. Dilit, dilit, dilit. Ich kam vorhin schon auch nicht auf das Wort. Ja, die Hitboxen sind hier echt alle verschoben, ne? Merkwürdig, merkwürdig.
Also wenn ich das Spiel jetzt privat spielen würde, nur für mich alleine, nicht im Let's Play, nicht im Stream hier, willkommen zurück, liebe Manu, dann würde ich tatsächlich, das Erste, was ich wirklich machen würde, wäre alle Häuser renovieren. Was ich mir dabei denke, ist, im Let's Play wäre das für euch wahrscheinlich viel, viel, viel zu langweilig, wenn ich jetzt erstmal wirklich den ganzen Hof, die ganze Sägemühle und das alles, wenn ich das renovieren würde. Na toll, da hängt ein Baumstamm fest. Aha. Also das wäre das, was ich tatsächlich als Erstes hier machen würde. Ich würde jedes einzelne Gebäude, was wir jetzt auch schon repariert haben, auch renovieren. So wie Manni das auch gemacht hat, würde ich das tatsächlich auch machen. Aber das würde dann tatsächlich für den YouTube-Kanal bedeuten, weiß ich nicht, 10 Folgen renovieren. Und von daher machen wir mal zwischendurch immer mal ein bisschen was anderes. Bisschen renovieren, bisschen reparieren, bisschen questen. Mal wieder ein paar Bäume schlagen. Ich glaube, das ist soweit eine ganz gute Idee. Dann kommt ja nachher bald auch die erste Gewächshausernte, wenn ich das richtig sehe. Na, ich werde wieder nicht bis rankommen, ne? Egal. Egal, egal. Wir greifen, was wir können. Ja, aber während die Platten in meinem Trockner trocknen, kann ich die anderen Platten tatsächlich ja nutzen zum Renovieren. Also ich werde die jetzt nicht definitiv nicht nass verkaufen und ich möchte ja auch nicht wochenlang wieder vorschlafen. Da bin ich auch nicht motiviert zu, dass ich die dann jetzt wieder wochenlang vorschlafe. Da halte ich echt jetzt so nicht so wirklich was von. Sondern ich möchte tatsächlich das peu à peu, Stück für Stück machen. Und dann dauert es mir definitiv zu lange. Weil man hat ja auch tatsächlich, man hat ja hier viel Zeit. Ich bin zu müde. Dein Ernst? Dann roll die doch einfach nur weiter ran da. Nur ein bisschen ranrollen, das ist doch nicht so schwer. Komm schon. Weiß, dass ich zu müde bin. Bitte. Nur ein wenig ran. Komm schon. Ja, vielleicht reicht's ja. Ja, es reicht. Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, wenn ich privat spielen würde, würde ich das tatsächlich immer so machen, dass ich das schon fertig habe. Weil das ist so. Ich weiß, dass es noch gemacht werden muss. Ich glaube, wir sind gerade über irgendeinen Baumstumpen gefahren. Hallo Manni! Aber du wusstest ja, dass wir heute streamen. Hatten wir ja Montag gesagt, auch wenn du nur zugehört hast, aber normalerweise solltest du es dann ja gehört haben.
So. Wir könnten auch tatsächlich noch mal ein paar Spankisten und ein bisschen Rinde wegbringen. Das sollten wir tatsächlich auch noch schaffen. Ja, ist alles gut. Ist ja kein Muss, hier dabei zu sein. Mach dir keine Sorgen, Manni. Ist ja kein Muss, hier dabei zu sein. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr da seid. Aber das heißt nicht, dass ihr das müsst. Das ist schon eine sehr, sehr freiwillige Angelegenheit. Das zeige ich dir gleich, liebe Grit. Ich werfe das Holz ins Wasser. Doch, brauche ich die. Die laufen da hinten hin zur Sägemühle. Das zeige ich dir gleich. Die werden jetzt quasi im Wasser gewaschen. Das ist so konzipiert, dass er durch den Flusslauf die Hölzer hier zur Sägemühle gelangen. Hier sind noch die anderen, die wir vorhin gemacht haben. Die gehen dann hier in die Sägemühle rein. Theoretisch, wenn sie das dann machen wollen. Momentan sind sie sich noch nicht einig, wer zuerst. Die werden dann hier oben reingefahren. Da kommt er reingefahren. Die werden quasi so aufgeweicht und gewaschen. Dann werden sie hier entrindet. Hier kommen sie dann ohne Rinde raus. Und dann gehen sie hier weiter und nach links weg, bleiben sie ganze Stämme. Und wenn sie jetzt dann hier nach rechts runterfahren, so wie ich das eingestellt habe, dann werden sie zu Bretter... zu Bretter gemacht. Ja, der hat sich vorgedrängelt, der Schlingel. Ja, ich schätze mal, die Engine da ist noch nicht so ganz so ausgereift. Zumindest sieht das so leicht merkwürdig aus. Wenn man jetzt hier hinten guckt, da kommen dann die, die ich eben gerade reingeschmissen habe. Die kommen jetzt hier durch den Flusslauf. Angetüdelt. Und wenn man mal jetzt auf der Karte guckt, dann soll das irgendwie möglich sein, dass man auch von hier die Wasserstämme reinwerfen kann, wenn man jetzt zum Beispiel das Waldgebiet hier hat. Aber ob die dann irgendwann alle bei uns ankommen, das bezweifle ich, weiß ich ja halt nicht, ne? Weil hier ist so eine, wo man Stämme abwerfen kann. Hier, also... Hier kann man auch welche ins Wasser werfen, aber ich glaube nicht, dass die alle hier ankommen, ne? Ich meine, es wäre schon ein Ding, wenn die hier alle ankommen, ne? Das sind weitere Sägewerke, bist du sicher? Weil die sind nicht eingezeichnet, Ehemann. Die kann ich später kaufen. Na, ich bin mit dem hier schon zufrieden. Das reicht mir schon. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann jemals so weit kommt, dass ich ein Imperium aufbaue. So. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier tatsächlich... Ja, das ist richtig eingestellt. Wir haben jetzt schon wieder 26 Bretterkisten in der... In der Sägemühle. Das sind nur Abwurfstellen. Das denke ich nämlich auch. Also ich habe da auch nicht... Ich meine, man könnte da ja mal hinjoggen oder so, aber gerade nicht. Ich würde ja dazu tendieren, wie viele Kisten haben wir denn bei den Spanen? Da sind 7. Da würde sich das schon wieder lohnen, einmal den schwarzen zu nehmen. Ja, man könnte tatsächlich das echt mal versuchen. Und wenn nur ein Baumstamm das ist, ne?
Das könnte man ja echt mal versuchen. Ich habe noch ein Gerüst stehen. Warum sagt mir das keiner? Habt die schon gesehen? Was? Habt die schon gesehen? Danke, ihr Mann. Du bist sehr zuverlässig. Sehr, sehr zuverlässig, ihr Mann. Horst, Mensch! Jetzt, wo du das sagst, ach, Menno. Ja, ich würde tatsächlich, wenn denn, wenn ich das irgendwann mal ausprobiere, diese. Ach, wo gehe ich denn hin? Ach, Andrina, total schon wieder. Ich habe schon wieder Chat gelesen. Also, wenn ich das irgendwann tatsächlich mal ausprobiere, dann wirklich nur mit einem Baumstamm oder so, ne? Alles andere wäre echt blöd. So. Dann wollen wir uns mal die Lagerkisten da rausholen. Ihr könnt das ja hier, Jens und auch Manni, ihr könnt es ja gerne mal versuchen. Und dann schreibt ihr das einfach mal unter eins von meinen Videos, für die Leute, die es wirklich interessiert oder so, ob das klappt. Das wäre ja echt mal interessant zu wissen. So, wie viel sind denn da noch? Wie viele Holzkisten? Zwei in Produktion, ja. Vielleicht wären es noch mehr, aber. Ach komm, wir nehmen die siebte auch noch mit. Ist doch egal. Ist doch egal. Was wir haben, das haben wir. Wie gut, dass unsere Susi nicht da ist, die mir jetzt erzählt, einen von Ladungssicherung und so ein Kram alles. Da bin ich ja schon mal ganz froh drüber, dass die nicht da ist. Dann erzählt sie mir nicht. Ja, man könnte sich ja einfach mal einen Holzstamm nehmen von seinem eigenen Wald, irgendwo mal da zu so einer Stelle hinfahren und dann einfach mal den Stamm verfolgen, was mit dem passiert. Das kostet jetzt nicht die Welt, aber einfach da mal reinschmeißen und schauen, was dann passiert. Ich glaube, einen Stamm kann jeder verschmerzen, oder? Ach, Jens. Ach, komm schon. Mach mal für die Andrina. Nein, mach's nicht. Ich werde es mal ausprobieren bei Gelegenheit. 1820 für 7 Paletten. Ja. Hallo, Money. Also Money im Sinne von Geld. Ach, Menno. Ich habe vergessen, dass es nach innen aufgeht. Ey, dein Auto ist dreckig.
Wir können ja mal einen ganzen Stream machen. Ich mache den Stamm so weit wie möglich hinten rein. Und dann machen wir einen Stream und laufen einfach mal. Warte mal. Und laufen einfach mal. Ja, moin, Pilze. Laufen einfach mal den Stämmen hinterher. Ja, hallo, Pilze. Aber Kräuter sind hier keine, nur Pilze, ne? Nur Pilze und Erdbeeren. Ist ja auch ein bisschen ärgerlich. Kann ich aber richtig schön Pilzragout machen oder sowas. Da. Erledigt. Auto? Da. Ja, lecker Erdbeeren mit Milch oder Vanillesoße. Jetzt Stilze, schöne Pilze. Oder schönen Erdbeeren auf dem schönen Eis oder so. Also ich glaube, jetzt sollte ich erkennen, welcher Baum das ist, ne? Theoretisch. Komm mal da raus. So. Was sagt denn die Silo-Anzeige? 4940, da können wir doch auch schon wieder... Das geht doch, das geht doch. Monk. Ja, alle Holzdinger sind verbraucht, alle Holzstämme sind raus. Ja, Spanplatten noch zwei, die lassen wir dort. Also holen wir uns nochmal schnell hier El Grande Traktor. Einmal abkoppeln. Und dann bringen wir auch noch ein bisschen Rinde weg. Aber so kann man sich echt den Tag vertreiben. Jetzt kann man aber, glaube ich, auch verstehen, warum der Tag hier so lang ist, dass man questen kann und sich um Holz und so ein Kram alles kümmern kann. Jetzt hat man nicht einfach nur noch so eine Farm. Der Hänger ist voll. Jetzt hat man nicht nur einfach so eine Farm oder so, sondern jetzt ist man richtig, richtig lange unterwegs hier. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch besser, wenn die Tage länger sind, ne? Wenn ich sehe, dass der da den guten Truck mit dem guten Anhänger da vor der Tür stehen hat, der da verrostet und ich mir meine Teile hier anschaue, dann möchte ich weinen. So einen knickrigen Onkel, ey. Warum lasse ich den? Ja, warum eigentlich nicht? Ich glaube, weil ich da immer noch mal lang düsen möchte, wenn ich da lang fahre oder so. Ich fahre ja mit meinen Autos immer sehr unübliche Wege. Vielleicht habe ich ihn deshalb da nie stehen lassen. Aber könnte ich eigentlich, du hast recht.
Das könnte ich eigentlich machen. Sprach sie und hat auf der Rückfahrt das dann schon wieder vergessen. Ja. Was? Das ist so Tatsache. Ich bin schon froh, dass ich da unten, dass so da unten schon den Weg aus dem FF weiß, dass ich ihn aus dem Kopf weiß, mir den merken konnte. Da bin ich ja schon stolz drauf. Mir ist heute auch wieder durch einen Kommentar unter Subsistence wieder bewusst geworden, wie blöd wir doch teilweise spielen. Wenn jemand stirbt, dass wir erstmal fragen, wo bist du denn? Ja, wir haben eine Karte, wo wir das sehen können. Und wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, dann ist das tatsächlich auch so. Allerdings, wenn derjenige dann dasteht, wo wir noch nicht waren, wo die Karte noch nicht aufgedeckt ist, dann hat man echt trotzdem ein Problem. Dann weiß man immer noch nicht, wo der andere ist, ne? Aber eigentlich voll logisch. Das Dings halt, ja genau. So, mein Bester. Stopp. Okay. Fährt die neue Christine besser als die alte? Jawoll! 11.000 Euro. Das sind nur noch 240.000, die ich brauche. Oh, 80 km/h. Oha. Lavisinchen, 240.000. Das ist echt, das ist doch nicht normal. Kostet nur 2. Hab ich, kann ich mir noch nicht leisten, Manni. Kann ich mir noch nicht leisten. Ich habe erst 11. Wenn die 12.000 Euro kostet, habe ich, kann ich mir nicht leisten. Ein Klacks. Die 240.000 sind wirklich ein Klacks. Das kriege ich doch auf der linken Hinternbacke, Arschbacke abgesessen. Das ist doch... Da ruddelt der Traktor aber noch ein paar Mal hierher, glaub's mir. Morgen, genau. Ja, morgen. Wie morgen Winter ist, so habe ich das auch morgen abbezahlt. Genau, morgen ist es, das ist gut. Och Jens, du nimmst mir wieder die Luft zum Atmen, ehrlich. Ich brauche noch 500 km mit den neuen Maschinen. Die habe ich jetzt großzügig aus meinem Gedächtnis gestrichen. Der Buggy bleibt zu oft hängen, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber haben will ich den ja schon ganz gerne, den Buggy, ne? Mal so ein bisschen... Vielen Dank, lieber Jens, dass du mir wenigstens Sauerstoff gönnst. Also fahren möchte ich den Buggy schon ganz gerne.
Haben die denn jetzt die Quest schon mal eingestellt hier? Von wegen, wenn da 6 Minuten noch was steht, dass man dann auch 6 Minuten brauchen kann? Oder zählen die immer noch nicht? Weil das ärgert mich am meisten. Du denkst, du hast 6 Minuten noch was Zeit und dann ab 3 Minuten geht das Geld runter. Das ist doch mehr als ärgerlich, oder? Oh, wie schön das Haus aussieht, wenn man von Weitem so ranfährt. Da fehlen wirklich nur noch ein paar schwarze Balken oder sowas, ne? Oh komm, das sieht cool aus. So, hingestellt. Schief, aber er steht. Mein Monkauge zuckt, aber er steht. Ist egal. Mein Monkauge, das muss jetzt gerade mal Pause machen. So. Meine längste Quest, Transportquest, war 8 Minuten. War locker zu schaffen mit dem Jeep. Musste ich von der oberen linken Ecke in die untere rechte. Achso, die sind auch noch mal verschieden. Oha. So, was sagen denn jetzt hier meine Paletten? Feuchtigkeit 38. Dann sollten ja rein theoretisch die ersten schon trocken sein, oder? Die ersten... Oh, da ist Feuchtigkeit 0. Oha. Da auch. Feuchtigkeit 0. Oh, Feuchtigkeit 0. Theoretisch, ne? Theoretisch. Die müssen doch hierher, oder nicht? Verkauft alles? Nee, wo müssen die denn hin? Wo muss ich die hinbringen? Auch hierher? Ja. Bretterkiste trocken. 300. Bretterkiste feucht. Oha! Das finde ich gut. Komm her, mein Bester. Wir müssen gerade mal uns da ein paar Kisten rausnehmen. Aber ich krieg die nicht. Ich krieg die nicht, weil die unten sind, ne? Krieg ich die mit dem Teil raus, ja oder nein? Wahrscheinlich nicht, weil die unten sind, ne? Nee, ich krieg nur die oberen immer, ne? Ach, Menno. Oh. Ja. Das sind nur die unteren trocken, Manni.
Ja, ich brauche nur die unteren. Ich brauche nur die unteren. Ich brauche die oberen nicht. Die oberen sind noch nicht trocken. Nur die unteren sind trocken. Nee. Ich kriege ja nur die oberen damit raus. Ich brauche aber nur die unteren. Ja, muss ich wohl, ne? Genäh. Jetzt gibt das Geld. Und ich kann neue wieder einlagern. Das ist noch das Beste daran. Ich habe ja wieder genug. Oh, Stapler fahren. So. Stopp. Mann. So. Jetzt, welche war das jetzt hier? Ich glaube, oh, kann ich das hier so sehen? Warte mal, stopp mal. Da, der war 0. Warum kriege ich das jetzt nicht rauf? Linke Maustaste. Ja, dann mach doch höher. Hat er das jetzt nicht genommen oder was? Ein bisschen weiter runter. Dein Ernst? Das ist doch jetzt perfekt, oder nicht? Warum nimmt er das jetzt nicht? Ey. Willst du mich veräpfeln hier? Ich weiß, dass die trocken ist. Warum macht er das? Warum kriege ich das nicht hin? Die Hitbox ist bestimmt ganz weit unten. Könnte ich meinen zarten Hintern drauf erwetten. Die Hitboxen stimmen hier bei mir in meinem Spiel gar nicht mehr. Pass mal auf, jetzt fahre ich mal von ganz unten rein. Guck dir das an. Die Hitboxen stimmen überhaupt nicht. Wenn ich hier jetzt oben nehme, die nimmt er. Die untere nicht. Willst du mich verjackeln? Weiter runter kriege ich die Gabel nicht. Die ist jetzt am weitesten unten. Guck dir das an, die Scheiße. Der nimmt die nicht raus. Ja, dann müssen wir Plan 17b mit Selbstüberlistung und so weiter. Dann müssen wir jetzt mal anders agieren. Ich hoffe, der steht jetzt hier nicht im Weg. Nee, geht. Dann müssen wir das anders machen. Genau, das war jetzt der Plan. Ich nehme jetzt diese, nehme die Nasse raus und tue dann die Nasse dann wieder rein. Das war jetzt so mein Plan. Aber ärgerlich ist es allemal, ne? Muss ich ja ehrlich sagen, ne? Das ist jetzt echt ärgerlich. Dann nehme ich die jetzt raus, stell die mal ganz hinten hin.
Dann nehme ich die trockene, stell die ganz vorne hin und stell die hier wieder da rein. Aber das geht nicht, ne? Schweinebatzen, ey. Krieg ich die ja nicht wieder reingestellt? Ja, aber die obere ist ja noch nass. Das ist ja das Problem an der Sache. Wenn ich die, das ist ja schwachsinnig, die obere dann rauszunehmen. Das ist voll schwachsinnig, die obere dann rauszunehmen. Natürlich sehe ich jetzt auch aus dem Auto heraus nicht, welche trocken sind und welche nicht, ne? Also, die sind noch alle nass. Oh, das ist doch echt nicht in ihr Ernst, ne? Also diese vier sind alle. Oder sehe ich das jetzt falsch? Warum ist das auch so? Hier stimmt nichts mehr, ehrlich nicht. Die drei sind noch nass. Also die zwei sind noch nass. Die vier sind trocken. Angeblich sind die jetzt hier auch trocken und hier beiden die unteren nicht. Also sind die hier... Nee, der hier... Boah, geht mir das auf eine Bereifung. Die sind trocken. Die sind trocken. Und hier sind die Unterbeine trocken. Also die vier sind auf jeden Fall trocken. Und die vier auch, wenn ich das richtig sehe, richtig? Wenn ich aber keine Paletten mehr habe oder hatte, und das habe ich ja nun mal am Anfang so gemacht, dann konnte ich da auch nicht mehr reinschieben. Am Anfang hatte ich auch noch nicht mehr Holz. Das hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit ergeben. Warte mal. Aber ich könnte... Ich könnte diese Palette, die jetzt hier ist, die 36er, die könnte ich da hinten mit ins Fach machen. Aber wie soll denn das gehen? Wie willst du das denn hier aufnehmen? Ach, hier geht das jetzt auf einmal aufzunehmen. Dann nimm die doch auch. Die werde ich jetzt hier hinten mit reinstellen. So. Ich hoffe, ich hole mir da jetzt auch die richtigen raus, ne? Also der Vierer war jetzt komplett, ne? So. Und beim nächsten waren... Oh Gott, 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 oh Gott. Der war... glaube ich. Und der da unten war auch. Kann ich jetzt, wenn ich mich da vorstelle, das nochmal sehen? Da, Feuchtigkeit 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Das ist echt, das ist zu groß. Das ist alles viel zu beschissen zu lesen. Entschuldigung. Die sind jetzt alle fertig. Wie spät haben wir das? 20:27 Uhr. Wir sollten echt pennen gehen, ne? Wir fahren das gleich weg. Ach, warte mal. Oh. Ach, das ist doch alles blöd. Die hat noch 36. Da sind noch 2 Nuller, 3 Nuller. Und da sind auch noch 2 Nuller. Du kommst jetzt in das erste Fach wieder rein. Nein, nicht aus. Oh. Jetzt steigt er da aus. Abwerfen. Bist du jetzt richtig drinne? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, sieht so aus. So. Wenigstens einmal Paletten wegbringen. Nee. Ja, wir fahren nach Hause und bringen nachher die Paletten weg. Mal die Frage im Vertrauen. Muss ich die da genau abliefern, wo ich auch die Spanplatten abliefer? Okay. Ja. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal pennen. Dann können die anderen wieder weiter trocknen. Zack. Ab ins Bettchen. Guten Morgen, Lumberjacks Dynasty. Ein neuer Tag beginnt. Essen wir mal so ein kleines Grillwürstchen. Oder zwei. Wir müssen ja gestärkt in den Tag gehen. Und dann ein bisschen Geld verdienen. Und ein weiteres Mal bin ich froh, dass die Susi nicht dabei ist. Na, vielleicht guckt sie auch wieder heimlich zu, weiß ich auch nicht. Aber möglich ist alles. Meine ersten trockenen Bretter, yes. Also können wir sagen, wir spielen tatsächlich schon mindestens 10 Tage. In-game 10 Tage. Wahrscheinlich werde ich es dann merken, ja. Naja, heute nicht mehr. Ich muss noch ein bisschen arbeiten heute. So. Dann wollen wir mal gucken, was uns der Spaß bringt. Theoretisch 300. Wenn das 300 bringt, sind wir 3 mal 7 sind 21. 2100, ne? Jawohl. Das ist schicki. 13.000. Jawohl. Sehr schön, sehr schön.
Ja, so langsam kommt das Geld zusammen. Sehr langsam. Man muss ja auch beachten, dass sie am Anfang noch die fette Strafe drinne hatte. Das war schon ärgerlich. Einmal über den Hügel gucken, kommt ein Auto? Ja, kommt eins, aber das schaffen wir noch, ne? Ohne Blinken überholen. Siebzigtausend hast du schon an den Onkel gezahlt? Oha. Weil ich einen Baum gefällt habe, der nicht mir gehörte, habe ich Sozialpunkteabzug und 1200 Euro Strafe zahlen müssen. Ich habe hier beim Sägewerk. Wo ist der Baumstumpf hin? Ich habe diesen Baum hier gefällt und habe dafür Strafe bezahlen müssen. 1200 Euro und weiß gar nicht, wie viele Sozialpunkte es im Endeffekt waren. Reichlich. Auf jeden Fall reichlich. Ja, liebe Grit, ich höre jetzt tatsächlich auch auf. Für mich ist jetzt hier tatsächlich Schluss. Ich stelle mich hier auch ans Ufer. Werde hier dann mit den Paletten weitermachen.